Oh, ah, ich weiß schon, diese Liste wird einige Leute sehr sauer machen. Submit! Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meinem Kingmats Tierlisten Video. Ein Video, was sich viele von euch schon lange gewünscht haben und mich immer wieder in den Kommentaren gefragt haben, ob ich nicht mal sowas machen könnte. Und ja, ich wollte erstmal alle Kingdom Hearts Spiele nochmal durchspielen, bevor ich dann alle wirklich miteinander vergleiche und ich euch dabei stinksauer mache. Eigentlich sollte ich das gar nicht sagen müssen, aber wir sind ja hier im Internet und deswegen... Diese Liste ist zu 100% meine subjektive Meinung und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du die Spiele anders ranken würdest. Aber ich ranke sie halt so. Wir arbeiten uns jetzt von unten nach oben durch und fangen also mit dem schlechtesten Kingdom Hearts Spiel aller Zeiten an. Dem schlimmsten, was Kingdom Hearts je passiert ist. Dem Kronzeugen der Resterampe. Das furchtbarste, was Nomura in diesem Franchise je verbrochen hat. Und das ist... Melody of Memory. Ich hasse Rhythm Games. Es stellt damit nicht mal das grundsätzliche Gameplay eines Kingdom Hearts Spiels dar. Selber herumzulaufen und Gegner zu verdreschen. Das ist ganz stumpf ausgedrückt das Kerngameplay von Kingdom Hearts. Aber in einem Rhythm Game tust du das nicht. Du drückst auf einen Knopf, den das Spiel dir ankündigt. Es ist ein einziges großes Quicktime-Event. Quicktime-Events sind nur sehr selten sehr spärlich eingesetzt cool. Rhythm Games sind nichts anderes als permanente Quicktime-Events. Das Quicktime-Event als gesamtes Spiel. Und ich mag auch Quicktime-Events nicht besonders, aber... Ich hasse Rhythm Games! Es ist ja nicht mal so, als würde Melody of Memory zumindest eine tolle Story bieten. Nein, du bekommst so circa 5 Minuten neue Cutscenes, die man auch anderweitig hätte verarbeiten können. Es hat nicht mal den Anstand, dir als Kingdom Hearts Fan eine vernünftige Portion Story zu liefern. Ich sage, wenn ihr ein Rhythm Game machen wollt, dann macht es entweder völlig irrelevant für die Story und völlig losgelöst davon, damit es die Leute spielen können, die sowas halt gut finden, oder ballert da so viel Story rein, dass es sich zumindest für mich, der das nicht mag, lohnt, das trotzdem zu spielen. Ich hab mich da nur in einer Tour durchgequält. Denn normalerweise würde ich solch ein Rhythm Game niemals spielen, denn... Ich hasse Rhythm Games! Kairi wird in dem Spiel außerdem der größte Bär aufgebunden, den man nur finden konnte. Und selbst in ihrem eigenen Spiel musste sie von Sora gerettet werden. Alter, und das alles verpackt in einem Rhythm Game und... Ich hasse Rhythm Games! Deswegen ist das für mich ganz klar das Schlimmste, was Nomura jemals in Kingdom Hearts hingeschissen hat. Etwas besser, aber noch lange nicht gut ist... Union Cross. Union Cross hat furchtbares Gameplay. Es war ein Handygame. War, weil du kannst es heute nicht mehr spielen. Der Release-Zyklus neuer Story-Inhalte war furchtbar frustrierend. Es hat sich wie verdammtes Kaugummi gezogen, weil halt auch echt nur eine Handvoll Leute daran arbeiten. Es ist die schlimmste Verkörperung des gierigen Kapitalismus, den Kingdom Hearts jemals hatte. Dinge, die man als Fan nicht in einem Kingdom Hearts spielen möchte. Lootboxen! Gacha! Ein Kampfsystem, das daraus besteht, auf den Bildschirm zu tippen. Aber es hat zumindest eine gute Sache. Es hat nämlich eine echt spannende und coole Story. Das ist die eine Sache, die Melody of Memory nicht zu bieten hat. Und es ist halt höchstwahrscheinlich massiv wichtig für die Story von Kingdom Hearts 4. Aber man wird sehen. Damit landet es bei ihr genauso wie sein seltsamer siamesischer Zwilling. Dark Road. Auch wenn sie beide ein und dieselbe App sind, sind sie halt trotzdem nicht ein und dasselbe Spiel. Das ist so eine ganz seltsame Koexistenz und ratet mal, auch Dark Road könnt ihr nicht spielen, obwohl es noch nicht mal fertig ist. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Finale-Update noch nicht erschienen und wenn man sich das, was es an Story so gibt, davon mal anschaut, ja, dann ist Dark Road, Also viel ist da nicht. Und besonders spannend ist das auch nicht. Deswegen fällt es auch schwer, dieses Spiel irgendwie richtig zu bewerten. Aber im Zweifel für den Angeklagten und da Nomura gesagt hat, dass er viele Mysterien im Finale von Dark World noch auflösen möchte, gehe ich einfach mal davon aus, dass es eine ähnliche wichtige und doch coole Story wie Union Cross haben wird. Und jo, sobald das finale Update da ist, mache ich mich natürlich daran, ein Dark World einfach erklärt Video für euch zu machen. Aber bis dahin ist Dark Road derselbe Mist wie Union Cross und landet damit direkt neben ihm auf der Liste. So, und jetzt wird's
kontrovers. Denn das nächste Spiel auf meiner Liste ist 358 over 2 days. Ich habe nie verstanden, warum einige Leute dieses Spiel so feiern. Da habe ich gesagt, okay, komm, du hast das Spiel nur ein einziges Mal damals zum Release gespielt und das ist schon echt verdammt lange her. Vielleicht würdest du da heute eher verstehen, warum Leute das so abfeiern, wenn du es heute nochmal spielst. Also habe ich das Spiel nochmal komplett auf Twitch durchgestreamt. Aber wisst ihr was? Nee, ich check's immer noch nicht. Das Spiel ist halt immer noch nur okay, wenn's hochkommt. Ich glaube, es ist bei den meisten, die das feiern, Shion und ihre Geschichte. Ihr wisst aber, ich mag Shion nicht. Ihr seid einfach ein personifizierter Retcon, der für mich bis heute keine Daseinsberechtigung hat. Sie ist Mitglied Nummer 14, einer Gruppierung, die sich Organisation 13 nennt, weil sie 13 Mitglieder haben. Und sie ist Nummer 14. Das ist so plump und so dämlich. Die gesamte Story von dem Spiel hätte auch ohne sie funktioniert. Ich hätte viel lieber gesehen, wenn der Plot sich mehr um Axel und Roxas gedreht hätte. Shion ist da echt überflüssig. Mehr noch, stellt euch vor, wie viel spannender der Plot gewesen wäre, wenn Saix zu dem Trio gehört hätte. Wie viel interessanter seine Szenen in Teil 2 später damit werden und wie schockierend, dass er sowohl Roxas als auch Axel mit der Auslöschung droht. Aber die haben sich halt lieber Shion aus dem Arsch gezogen. Dazu kommt das Gameplay und das finde ich so extrem repetitiv. Du läufst zu 90% durch hässlichere Versionen der Disney-Welten, die du schon kennst und darfst da 10 Items sammeln oder 15 Gegner besiegen. Manchmal darfst du sogar langweilige Cutscenes mit Textboxen schauen, indem du bestimmte Ecken auf der Karte anklickst. Yay! Wir haben halt zum Großteil nur schlechtes Copy und Paste gemacht. Außer beim Kampfsystem, denn das hat weniger Möglichkeiten und nicht ansatzweise den Tiefgang des PS2-Vorgängers. Ich finde einfach, alles in Days fühlt sich an wie ein Rückschritt. Es gibt echt nur eine Sache, die Days ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Der Multiplayer. Es ist echt eine coole Idee, dass man mit allen Mitgliedern der Organisation und noch weiteren Charakteren gemeinsam Missionen erledigen kann. Aber das sind halt dieselben hässlichen Level und langweiligen Missionen wie vorher. Es gibt wenig Content, der den Multiplayer-Part wirklich spielenswert macht. Die hatten eine schöne Idee, aber sie haben sie nicht zu Ende gedacht. Vielleicht würde ich das besser finden, wenn ich das damals gemeinsam mit Freunden gespielt hätte. Aber ich hatte damals keine Freunde, die den Multiplayer mit mir gespielt haben. Und heute habe ich auch keine. Ich meine, ich verstehe schon, warum man die Geschichte mit Shion traurig findet, aber die hat mich nie gejuckt. Weil sie halt ein schlechter Retcon ist. Und vielleicht auch, weil ich damals schon älter war und bis dahin schon weitaus traurigere Spiele gespielt hatte als Days. Ich fände es aber geil, wenn die den Multiplayer-Part heute nochmal in gut probieren würden. So als Beschäftigungstherapie ist das Spiel schon in Ordnung, aber für mehr halt auch irgendwie nicht. Deswegen ist es genau da, wo es jetzt auf der Liste ist. Direkt neben RE Coded. Ja, die beiden DS-Teile sind für mich irgendwie gleichwertig. Days hat zwar die bessere Story als Coded, weil der Scheiß, der da abgeht, zum großen Teil echt massiv irrelevant ist, aber Coded hat tatsächlich das bessere Gameplay. Nicht nur, dass man mit den einzelnen Kommandos wieder mehr Möglichkeiten hatte, mehr aus dem Kampfsystem rauszuholen als bei Days, das Spiel versucht zumindest, die bekannte Formel durch Abwechslung aufzulockern. Es gibt Shoot'em-up-Passagen, mal ist es ein Sidescroller, dann gibt es wieder kleine Stealth-Passagen oder plötzlich ein rundenbasiertes Kampfsystem. Und natürlich hat man zwischendurch das normale Kampfsystem, was aber durch die ganzen Commands mehr Spaß macht als bei Days. Trotzdem täuscht das halt nicht darüber hinweg, dass in Coded quasi gar kein neuer Content existiert. Natürlich nur, wenn man außer Acht lässt, dass dieses Coded auf dem DS schon ein Remake ist von dem Original Coded, was auch schon nur ein Handyspiel war. Aber das juckt keinen. Alle Welten gab es so schon und sind auch wieder nur Copy-Paste in schlecht. Und das Spiel hat in der zweiten Hälfte die Frechheit, mehrere Welten aus Teil 1 auszulassen, direkt zur Hollow Bastion zu springen und dich dann dieselben Welten nochmal spielen zu lassen. Das ist Backtracking. Ganz schlechtes Backtracking. Trotzdem finde ich im direkten Vergleich die DS-Teile halt irgendwo gleichwertig. Coded hat wie gesagt das bessere Gameplay, Days hat die bessere Story. Ist beides aber grob dieselbe Scheiße. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es davon keine HD-Remakes gab, sondern nur die Cutscenes? Denkt mal drüber nach. Apropos derselbe Scheiß auf Rang C und damit besser als Days und Coded für mich ist Chain of Memories. Auch hier könnte man jetzt die Game Boy Advance Version und die PS2 Remake Version einzeln betrachten, aber ich glaube nicht, dass heute noch jemand lieber die GBA Version spielen würde. Also drauf geschissen.
Warum ist Chain of Memories aber derselbe Scheiß? Naja, weil es einfach die Welten aus Teil 1 inhaltlich übernommen hat. Alle außer Tarzan. Armer Tarzan. Nicht Clayton! Nicht Clayton! Aber sie haben um diese Welten trotzdem ein anderes Spiel gebaut. Die Räume sind zwar alle gleich und bekommen jeweils nur quasi einen neuen Anstrich, aber trotzdem steckt Chain of Memories hier mehr Aufwand rein als die DS-Teile. Außerdem hat es eine eigene Geschichte, die wirklich Relevanz für den restlichen Plot hat. Es hat die Organisation 13 eingeführt und Fan-Favorites wie Axel und Maluxia hatten in diesem Spiel ihren ersten Auftritt. Beim ersten Mal spielen ist die Story, finde ich, auch wirklich spannend, weil sie einen Schritt für Schritt immer mehr verwirrt, bis man schon fast vergessen hatte, smarter Witz ist smart. Was man am Anfang erzählt bekommen hat. Das Thema mit den manipulierten Erinnerungen finde ich bis heute noch nett, aber der eigentliche Bonus für mich ist, dass man am Ende des Spiels einfach noch eine zweite Kampagne mit Riku bekommt. Wie cool ist das? Klar, die Kampagne ist nicht so lang und bietet nicht so viel wie die von Sora, aber nach Teil 1 wollte ich damals unbedingt auch mit Riku spielen können und das hat Chain of Memories ermöglicht. Allgemein finde ich sogar Rikus Story in dem Spiel noch spannender als die von Sora. Der hat hier echtes Character Development und macht das wieder gut, was er in Teil 1 verkackt hat. Es gibt nur einen einzigen richtig großen Makel bei Chain of Memories und wenn der nicht wäre, würde ich das Spiel wahrscheinlich auch viel höher ansetzen. Aber das ist halt das Kampfsystem. Fick die Henne! Das ist mal sowas von für'n Arsch. Ich hasse Kartensysteme. Fast so sehr wie Rhythm Games. Versteht mich nicht falsch. Ich spiele selber zum Beispiel gerne Yu-Gi-Oh! Aber Yu-Gi-Oh! Ist halt auch ein Kartenspiel. Würde ich Yu-Gi-Oh! Spielen und nebenher versuchen Motorrad zu fahren, wäre das eine ziemlich unkoordinierte Scheiße. Oh warte, das hat das Yu-Gi-Oh! Franchise wirklich gemacht, ne? Was stimmt denn nicht mit denen? Kartenspiele allein? Nice. Actionspiele allein? Nice. Actionspiele, in denen du nur angreifen kannst, wenn du die passenden Karten auf der Hand hast? Explosiver Durchfall! Vielleicht finden wir hier ein paar Zutaten. Das Kampfsystem von Chain of Memories kotzt mich dermaßen an. Ich habe keine Ahnung, was sie sich genau dabei gedacht haben. Und man muss, glaube ich, auch eine ganz besondere Schneeflocke sein, wenn man das mag. Ich höre so oft von Leuten, dass sie Chain of Memories nie selber gespielt haben, weil sie auf das Kampfsystem keinen Bock hatten. Und das verstehe ich voll, weil es einfach Müll ist. Das Ding ist aber halt, dass es ursprünglich ein Game Boy Advance Spiel war. Da funktioniert das besser als auf der PlayStation. Aber man muss Square Enix trotzdem richtig hoch anrechnen, dass es überhaupt ein Remake von diesem Advance Spiel gibt. Dass sie das damals einfach kostenlos in die Final Mix Version gepackt haben, war schon ziemlich wild. Und auf einem Level mit diesem Spiel kommt das, was den absurdesten Namen der ganzen Reihe hat. Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 A Fragmentary Passage. Ursprünglich sollte 0.2 der Start von Teil 3 sein, so ähnlich wie Twilight Town in Teil 2. Wusstet ihr das schon? Nee? Naja, aber eigentlich merkt man das schon sehr. Es ist nämlich eigentlich eine glorifizierte Tech-Demo. Es nutzt schon dieselbe Engine wie später Teil 3 und war damit für kurze Zeit das hübscheste Kingdom Hearts Spiel, das es gab. Ich fand's super, dass man noch einmal mit Aqua spielen konnte und vor allem, dass man mit ihr durch das Reich der Dunkelheit laufen konnte. Ein Aspekt von Kingdom Hearts, der finde ich viel zu wenig beleuchtet wird. Das Kampfsystem war in abgespeckter Form dasselbe Kampfsystem wie von Teil 3. Die Areale waren alle neu und man konnte endlich Mickey die Gruppe nehmen. Das ist übrigens bis heute der einzige Kingdom Hearts Teil, wo das in der Art und Weise geht. Die Story war ebenso relevant für den Rest. Klar, streng genommen hätte man es auch weglassen können, aber mit ist schon geiler. Es gibt einige Areale, die super nice sind. Zum Beispiel der Bossfight mit den ganzen Schattenborns. Finde ich richtig cool. Aber es ist verdammt kurz. Es ist albern, wie kurz dieses Spiel ist. Wenn man weiß, dass es eigentlich die Kingdom Hearts 3 Version von Twilight Town werden sollte, dann ist die kurze Spielzeit nachvollziehbar. Ändert aber nichts daran, dass es so kurz ist und man hätte es ja auch länger machen können, wenn man gewollt hätte. Wollte man aber wohl nicht. Und genau deswegen ist es, wie gesagt, eine glorifizierte Tech-Demo. Das ist aber irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Klar, die Kürze kritisiere ich, aber dadurch, dass es so kurz ist, konnte man halt auch nicht so viel falsch machen. Und warum gab es das Dress-Up-Feature danach nie wieder? Ist zwar Weeboo-mäßig, aber Schande. Das Spiel ist allgemein aber irgendwie seltsam, weil es quasi nur ein Verkaufsargument für die 2.8-Collection sein sollte. Außerdem Union Cross-Film, der nicht als Spiel zählt, weil ihr guckt euch da nur was an, ihr drückt da keine Knöpfe, das ist also kein Spiel. Ist damit also das einzige Spiel auf der Collection neben Dream Drop Distance. Jetzt sind wir im B-Tier und endlich bei den guten Spielen. 3D hat neue Welten, die wir zuvor noch nie in der Form gesehen hatten.
Es hat Flow Motion eingeführt, was euch nicht dagewesene Mobilität erlaubt hat. Dadurch waren die Level zum Teil auch bedeutend größer. Die Story war damals endlich mal wieder essentiell für den gesamten Plot und der Plot dieses Spiels ist einfach ein richtiges, richtiges Arschloch. Dream Drop Distance war das bis dato komplizierteste Kingdom Hearts Spiel. Vielleicht ist es das heute immer noch, bin mir gar nicht sicher. Erst mit dem Teil fing der Bullshit mit Zeitreisen und dem Traum im Traum an und ich verstehe voll, wenn Leute das total abfuckt. Mich fuckt das auch ab, aber ich als... Was bin ich eigentlich? Kingdom Hearts... Chronist? Keine Ahnung, Alter. Was ist denn hier meine Rollenbeschreibung eigentlich? Ich konnte jedenfalls meine grauen Zellen so richtig tief in dieses Spiel verbeißen. Und das finde ich geil. Und ja, da bin ich die absolute Minderheit. Dream Drop Distance hat aber noch was anderes gemacht und das ist, finde ich, das Coolste am Spiel. Man kann abwechselnd mit Sora und Riku spielen. Im Endeffekt habe ich mir seit Teil 1 gewünscht, dass ich nicht nur mit Sora, sondern auch mit Riku spielen kann. Und so wie der Plot des Spiels später zu Ende geht, ist es auch tatsächlich mehr Rikus Spiel als das von Sora. Dream Drop Distance ist Rikus eigenes Kingdom Hearts Spiel. Naja, so halb. Ich meine, Sora ist trotzdem noch da. Aber die beiden sind nicht nur ein simpler Kostümwechsel, sie spielen sich auch unterschiedlich, haben andere Kommandos und setzen die Dream Eater... Oh Gott, ich habe die Dream Eater noch gar nicht erwähnt! Sie setzen auch den hässlichen Versuch, auf den Pokémon Hype Train mit aufzuspringen, unterschiedlich ein. Während Sora sie eher wie die Beschwörungen aus 1 und 2 nutzt, sind sie bei Riku quasi so etwas wie seine Drive-Form. Ey, die Dream Eater, die sind so hässlich! Als hätte der Büro-Chihuahua eine Packung Glitzer gefunden und Klebstoff, beides gefressen und sich dann von oben bis unten damit selber vollgekotzt. Das sind für mich Dream Eater. Jeder zweite starrt mich mit seinen leeren Augen an und sagt... Töte mich! Aber hey, mit Union Cross haben die Viecher zumindest bei mir nochmal ordentlich Sympathien gesammelt. Genauso wie der Fakt, dass man beide Charaktere, Sora und Riku, in ein und derselben Kampagne spielen und hin und her wechseln kann. Das finde ich klasse und das habe ich mir ehrlich gesagt auch immer gewünscht, dass Kingdom Hearts 3 sowas ähnliches auch macht. Alles in allem fand ich Dream Drop Distance immer gut. Es gibt zwar noch andere Teile, die die Nase da viel weiter vorne haben, aber trotzdem ist Dream Drop Distance gut. Ganz genauso wie die nächste kleine Kontroverse vielleicht, nämlich Kingdom Hearts 3. Ach, das ist echt schwierig. Kingdom Hearts 3. Warum bist du nur so? Teil 3 war die Hoffnung von all den Fans. Alle haben seit dem Ende von Teil 2 auf Teil 3 gewartet und Nomura hat die Erwartungshaltung selbst immer wieder nach oben geprügelt mit verschiedenen Teasern, die er in anderen Spielen über die Jahre hinweg eingebaut hat. Ein Trailer nach dem anderen hat den Hype weiter angefacht und wir dachten halt alle, uns erwartet ein Spiel, das all unsere Träume wahr werden lässt. Trailer wie der Reveal mit Anti-Aqua waren Instant Memes, die das Internet im Sturm erobert haben. Und als das Spiel dann rauskam, stellst du fest, dass genau diese Szene mehr oder weniger der größte Hype-Moment des Spiels war. Wow. Du stellst fest, dass Kingdom Hearts 3 das gemacht hat, was sonst nur drittklassige Hollywood-Actionfilme machen, und zwar die beste Szene schon im Trailer zu spoilern. Teil 3 hatte ein so furchtbares Pacing. Ich meine, klar, das, was in den Disney-Welten passiert, war noch nie so richtig relevant für den übergeordneten Plot. Aber bei Teil 3 hattest du permanent das Gefühl, du spielst sinnlosen Filler. Und wenn du gespielt hast, würdest du alle 10 Sekunden auf eine Disneyland-Attraktion geschmissen, bis du kotzen musstest! Nicht unbedingt zum Kotzen, aber einfach total unbefriedigend waren auch einfach ein paar Sachen im Plot von Kingdom Hearts 3. Dass die wahre Organisation 13 quasi nur aus recycelten Gegnern und keinem einzigen neuen Charakter besteht, obwohl Nomura in 3D noch ein totales Geheimnis daraus gemacht hat, oder dass Vexen einfach aus dem Nichts eine charakterliche 180-Grad-Wende macht, oder dass das Ende gefühlt nur aus cheesy Fanservice besteht, das ist so... awkward, unbefriedigend. Außerdem gab es keine Final Fantasy-Charaktere mehr und keinen Bossfight gegen Sephiroth. Das werde ich Nomura niemals verzeihen. Man vermutet ja stark, dass für die Story und vielen anderen Murks in großen Teilen Disney verantwortlich war und nicht Nomura. Aber selbst wenn das so ist, macht es den Fakt, dass es so ist, wie es ist, letztlich nicht besser. Ich habe so das Gefühl, dass Kingdom Hearts 3 vom Mainstream 0815-Fan universell gehatet wird. Und auch wenn ich gerade selber einige negative Punkte aufgezählt habe, finde ich das in vielen Fällen einfach nicht gerechtfertigt.
Der Hype vor Release war mega groß und alle hatten Bock. Ich meine, deswegen habe ich damals das erste Story-Video gemacht. Die Aufrufe haben sehr schnell gezeigt, dass es da einen gewissen Bedarf gibt. Global gesehen haben ja nur sehr wenig Leute mein Video dazu gesehen. Ich habe versucht, mit meinem Video der deutschen Community den Einstieg oder Wiedereinstieg so gut es geht zu erleichtern. Aber mein Video ist halt deutsch und nicht jeder kann Deutsch. Der Rest der Welt war einfach ziemlich gefickt. Wenn du kein Spieler bist, der sich jahrelang selber intensiv damit auseinandergesetzt hat, dann bist du halt völlig aufgeschmissen, wenn du dein Kingdom Hearts 3 startest. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum das Spiel so weltweit gedisst wird. Die Leute blicken halt null bei der Story durch. Die spielen halt nur Teil 1 und Teil 2 und denken sich dann, cool, jetzt nehme ich Teil 3 und wissen halt null, was abgeht. Denen ist dann genau das passiert, wovor ich euch bewahren wollte. Klar, es ist die eigene Schuld des Franchises, dass sie die Story über die Jahre hinweg so gestückelt haben. Aber man kann halt auch von den Spielerinnen oder dem Spieler erwarten, dass wenn einem ein Videospiel so wichtig ist, dass man wegen der Story dann krass enttäuscht ist, man sich halt vielleicht vorher auch mal damit auseinandersetzen könnte? Ich meine, ich hate auch nicht Freizeitparks, weil ich mich vorher nicht damit beschäftigt habe, was da so abgeht. Dann kann ich ja auch sauer sein, dass ich stundenlang vor allen Achterbahnen anstehen musste. Ja, aber so ist ein Freizeitpark halt. Anders geht's nicht. Ist jetzt kein Grund, den Freizeitpark zu haten. Und ich finde halt, viele Sachen werden bei Kingdom Hearts 3 unverhältnismäßig kritisiert. Das ist nüchtern betrachtet immer noch ein wunderschönes Spiel. Nebenbei bemerkt, finde ich die Designs von Sora, Riku und Kari aus Teil 3 von allen Teilen am besten. Das Kampfsystem ist etwas träger als noch in 2, aber definitiv spaßig und bietet viele, viele Möglichkeiten. Leute beschweren sich darüber, dass es keine Drive-Form mehr gibt, haben diese aber je nach Schlüsselschwert eigentlich doch. Der Fakt, dass man sein Schlüsselschwert aufwerten kann, finde ich mega gut, weil so die Schwerter, die ich am Anfang bekomme und cool finde, aber in früheren Teilen fürs Late-Game nicht mehr stark genug gewesen wären, so weiterhin nutzen kann. Das Gummischiff, was in Teil 1 und 2 für viele nur ein nerviges Übel ist, wurde hier schon fast zu einem eigenen kleinen Spiel gemacht. Teil 3 hat die größten und visuell schönsten Welten, auch wenn es hier natürlich auch einige seltsame Entscheidungen gab. Der Fakt, dass man nicht in Elsas Schloss gehen kann, ist einfach ein Verbrechen. Was für ein Crime! Aber das macht ja den Rest der Welt nicht völlig unbrauchbar. Ja, ich finde die Frozen-Welt in Kingdom Hearts 3 nicht so schlimm wie die meisten anderen Leute. Das Spiel hat durch die Bank weg fantastische Musik und einige Titel sind zu meinen absoluten Favoriten der gesamten Reihe geworden. Die Story hat zwar einige Tiefen, aber ich finde auch einige Highlights und dadurch balanciert sich das alles irgendwie wieder so ein bisschen aus. Die Rettung von Aqua, der Reveal von Terra als Anthems Wächter, der Moment, wo einfach alle mal draufgehen und Sora völlig zerbricht, Donald mit seinem... Das Secret Ending, in dem Xigba sich als Lusche zu erkennen gibt, alles geiler Scheiß. Wenn man das alles mal im Gesamtbild sieht, dann kann das Spiel einfach kein komplett schlechtes Spiel sein. Da muss man wirklich mal auf dem Teppich bleiben. Viele kacken auch rum, dass es so wenig Postgame-Content gibt und wie gesagt, auch ich war sauer, dass Sephiroth nicht im Spiel war. Aber viele vergessen dabei halt, dass dieser ganze Postgame-Content in Teil 2 zum Beispiel zum Großteil auch erst mit der Final Mix-Version dazu kam. Das war damals auch DLC. Leute, die nicht die PS2-Version gespielt haben, wissen das oft aber nicht. Und der Final Mix bei Teil 3 ist halt der Remind-DLC. Es ist ein schlechter Witz, dass wir ein Jahr auf Remind warten mussten. Der Content für den Preis, für diese Wartezeit? Hell no! Aber hey, was soll ich sagen? Yozora ist schon ziemlich geil. Tatsächlich ist Yozora mein Lieblings-Secret-Boss-Kampf in der gesamten Reihe geworden. So viel Schweiß und Nerven, bis ich den Sack dann endlich nicht nur auf Profi, sondern auch auf Critical besiegt hatte. Komm bitte, bitte. Bitte. Bitte! Bitte! Ich finde einfach, einige Leute sollten sich vielleicht mal von ihrer absurd hohen Erwartungshaltung lösen und Kingdom Hearts 3 mal für das sehen, was es tatsächlich ist. War es das Spiel, was wir nach so einer absurd langen Wartezeit verdient hatten? Nein, war es nicht. War es deswegen aber ein absoluter Haufen Scheiße, wie einige sagen? Nein, war es nicht. Hoffen wir einfach, dass Nomura mit Teil 4 wieder zur alten Größe zurückfindet. Zum Beispiel der Größe von Birth by Sleep. So Leute, jetzt sind wir im A-Tier und da gibt's den richtig guten Stoff.
Birth by Sleep ist eines der besten Prequels eines Videospiels, das ich je gespielt habe. Birth by Sleep war der erste Teil, der die ausrüstbaren und kombinierbaren Kommandos eingeführt hat, die seit dem Release in vielen weiteren Kingdom Hearts Spin-Offs zum Standard geworden sind. Es bietet nicht nur einen spielbaren Charakter, sondern gleich drei. Als ich das damals zum ersten Mal gelesen hatte, dass der nächste Teil drei spielbare Charaktere haben wird, ist mein Kopf fast geplatzt. Denn das war das, was ich seit Teil 1 wollte. Und was ich auch noch heute will. Terra, Aqua und Ventus spielen sich alle unterschiedlich und warten teilweise auch mit Kommandos auf, die nur sie nutzen können. Es ist zwar teilweise etwas nervig, dass man mit jedem Charakter durch dieselben Welten läuft, aber da es bei jedem Charakter dann doch nochmal einen Kartenabschnitt gibt, den die anderen beiden nicht haben, fällt das Backtracken für mich nicht so stark negativ auf. Jeder Charakter hat eine eigene Story und jeder Charakter wird ausgiebig beleuchtet. Der Plot ist generell die größte Stärke von dem Spiel. Ich habe damals im Internet das Secret Ending von Teil 2 Final Mix gesehen und bin überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich dachte damals, das würde Teil 3 werden. Aber es war halt der Teaser für Teil 0. Die Story und die Inszenierung rund um die drei Schüler und Meister Xehanort gehört für mich im Franchise zu den besten Stories, die es überhaupt gibt. Die Manipulation von Xehanort, die Existenzängste von Ventus und Aqua, die als Last Girl Standing im Alleingang dafür sorgt, dass nicht alles völlig in die Binsen geht. Aqua Best Girl. Ich finde die Story sogar besser als die von Teil 2. Ich liebe es so sehr, wie Birth by Sleep es schafft, so viele Punkte aus den anderen Teilen in seiner Story miteinander zu verbinden. Zum Beispiel, warum Roxas so aussieht, wie er aussieht, oder dass das Schloss des Entfallens eigentlich das Land des Aufbruchs ist. Das Secret Ending dieses Teils ist für mich einer der schönsten Szenen überhaupt und beim Dialog zwischen Dis und Aqua bekomme ich noch heute, nach all den Jahren, Gänsehaut und glasige Augen. Ich bin auch das 1% der Fans, das das Kommandobrett-Minispiel richtig geil fand. Es ist ein billiger Monopoly-Klon. Das ist Mario Party, wenn du es auf Wish bestellst. Aber ich find's mega spaßig, kein Scheiß. Ich könnte das stundenlang spielen. Kann Square Enix bitte ein eigenständiges Kommandobrett-Spiel für Handys oder so rausbringen? Das würde ich tatsächlich feiern. Ah, ein weiteres Guilty Pleasure von mir. Nebenbei bemerkt haben wir es letztens eine Podcast-Folge zu unseren Guilty Pleasures aufgenommen. Falls ihr unseren Podcast Die Lage der Nerdzion noch nicht kennt, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal reinzuhören. Aber zurück zu Birth by Sleep! Es gibt nicht viele Dinge, die mich an Birth by Sleep stören, aber natürlich gibt es da auch was. Die Disney-Welten zum Beispiel sind leider sehr von dem Plot späterer Teile abhängig. Man konnte nur bestimmte Welten unkompliziert besuchen, wenn man halt nicht für Inkonsistenzen in der Story sorgen wollte. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ich glaube, die wenigsten haben sich gesagt, ja geil, lass unbedingt mal in die Welt von Dornröschen. Aschenputtel, count me in. Boah, endlich Schneewittchen. Ja, okay, das sind absolute Disney-Klassiker, aber wirklich spannend fand ich die Welten nicht. Die Welten selber sind, weil das Spiel ursprünglich für die PSP erschien und deswegen technische Limits hatte, leider auch teilweise recht steril. Oft hat man als Kartenabschnitt nur große leere Flächen und das ist echt schade. D-Link ist ein nettes Feature, ersetzt für mich aber leider nicht die Dynamik, die eine echte Gruppe mit sich zieht. Ich verstehe schon, warum man das damals so gemacht hat. Gegebenenfalls ist da auch wieder die Hardware schuld, aber es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, um nicht auch zumindest Disney-Charaktere in Birth by Sleep in der Gruppe zu haben. So, wie es halt auch bei Teil 1 und Teil 2 der Fall war. Und das bringt uns zum nächsten Teil und Spoiler! Es gibt nur ein Spiel, was bei mir im S-Tier landen kann und deswegen muss das andere Spiel zwangsläufig auf einer Stufe mit Birth by Sleep im A-Tier sein. Und das Spiel ist Kingdom Hearts 2. Ich weiß, ganz viele von euch sehen das bestimmt anders, aber ich kann das erklären. Kingdom Hearts 2 hat alles gemacht, was ein Sequel machen sollte. Es hat dir mehr von dem gegeben, was du im vorigen Teil mochtest und es dann noch weiter verbessert. Mehr Charaktere, mehr Welten, mehr Abilities, mehr Minispiele. Hey, wir können jetzt Skateboard fahren, weil warum nicht? Mehr Story, mehr von allem. Das Kampfsystem und das allgemeine Gameplay von Kingdom Hearts 2 ist besser als das von Kingdom Hearts 1. Das ist einfach so. Das ist ein Fakt. Die Driveformen sind ein ziemlich geiles Feature, die Kombomöglichkeiten im Allgemeinen sind zahlreich und die Geschwindigkeit des Kampfsystems ist eine starke Verbesserung zu Teil 1.
Auch, dass es zu den Summons noch zusätzliche Limits und Teamattacken gibt, ist super nice. Man kann sogar kurz Mickey und Riku spielen, auch wenn das nicht so ist, wie ich es damals wollte. Aber sei es dahingestellt, man kann sogar auch noch fucking Auron in die Gruppe nehmen. Ja, ja, das Jahr 2007. Damals, als Final Fantasy in Homura noch wichtig war. Teil 2 hat zum Beispiel mit der Schlacht in Holobestien, wo alle Final Fantasy Charaktere mithelfen und anschließend der Kampf gegen die 1000 Herzlosen ist, gameplay-technisch einfach richtig geile Momente. Und Kingdom Hearts 2 verbessert sogar die Gummischiff-Mission, die einfach deutlich schneller und flashiger und generell einfach spaßiger sind. Die Auswahl der Welten ist superb! Nicht nur, dass wir in viele beliebte Welten aus Teil 1 zurückkehren können, nein, es gibt auch neue Welten, die nicht nur vom Gameplay, sondern auch visuell echte Abwechslung bieten. Ich find's immer noch krass, wie gut die Charaktere aus der Fluch der Karibik-Welt aussahen für die damalige Zeit. Hör mal, das war ein PS2-Spiel. Ihr müsst euch mal andere Spiele aus der Zeit angucken. Die sahen so aus. I don't pay you for your opinion, Parker. I pay you for photos. Well, I... Let me guess. You don't have any pictures, do you? You're fired. Come back when you get me shots of that red and blue wacko. Teil 2 hat außerdem meinen Lieblingscharakter eingeführt. Roxas. Einige finden das Tutorial mit ihm total nervig, für mich war es damals aber schon ein absoluter Mindfuck-Moment. Du bist anfangs halt genauso verwirrt wie Roxas selbst. Und dann taucht auf einmal Axel aus Chain of Memories auf und dann ist er Diss und... Ah! Kingdom Hearts 2 packt dich von der ersten Minute an und macht allgemein den Eindruck, dass es düsterer und leicht erwachsener als Teil 1 ist. Man hat das Gefühl, dass die Charaktere wirklich etwas älter geworden sind und das hat mich in meinem damaligen Alter völlig abgeholt. Dazu noch der ganze Freundschaftskitsch zwischen Sora und Riku und yo, das Spiel hatte mich völlig in seiner Gewalt. Und selbst wenn man sich nicht großartig mit der Story von Teil 2 beschäftigt, so bin ich der Meinung, macht das Spiel von seinem Gameplay her schlichtweg universell Spaß. Und natürlich sollten Videospiele genau das tun. Sie sollten beim Spielen Spaß machen. Das ist der Sinn und Zweck eines Videospiels. Aber leider finde ich halt und... Leute, nicht vergessen, ich liebe Kingdom Hearts 2. Das ist jetzt alles Meckern auf hohem Niveau, ne? Leider finde ich, dass die übergeordnete Story von Kingdom Hearts 2 echt dünn ist. Ich meine, für sich allein betrachtet, was passiert denn großartig in Teil 2? Sora wacht auf, da ist die Organisation 13, die geht er suchen, weil die Herzen klauen, er haut die um, das war's. Sora selber macht außer Kämpfen nicht viel. Der gesamte Plot des Spiels besteht eigentlich nur daraus, Riku und Mickey zu suchen und nebenbei spontan die Welten zu retten. Roxas hat nur sehr wenige Szenen als Mitglied der Organisation 13 und ja, diese kurzen Szenen prägen das Bild von ihm stark, aber ansonsten ist da halt auch nicht viel. Es ist super dramatisch, wie Axel sich opfert und wie Riku seine krasse Sonnenbankbräune hat, aber vieles in der Story ist einem als Spieler schon bekannt und man schaut Sora nur dabei zu, wie er langsam gedanklich mit dem Rest des Casts aufholt. Riku entwickelt sich in diesem Spiel weiter. Kairi entwickelt sich in diesem Spiel weiter, aber Sora? Nee, der ist am Anfang des Spiels eigentlich derselbe wie am Ende. Und damit kritisiere ich nicht, dass Sora halt der Happy-Go-Lucky-Sonnenschein-Protagonist ist. Das mag ich ja gerade nie. Ich meine damit, dass er sich selbst mit dieser Lebenseinstellung nie so richtig großen Problemen konfrontiert sieht. Seine dramatischste Szene ist die, wo er Saix darum bittet, ihm den Korridor der Dunkelheit zu öffnen, die dann aber ein paar Sekunden später wieder im Nichts verpufft. Ich meine, selbst Roxas und Namine ergeben sich ihrem Schicksal und entwickeln sich damit weiter. Sogar Goofy bekommt eine fucking Todesszene. Ich meine, kommt schon. Das sind alles tolle Momente. Aber bei Sora selbst ist da nicht viel los. Bei der Story hatte Nomura, glaube ich, mehr Spaß daran, coole Charaktere zu designen, als wirklich eine Story für sie zu schreiben. Die ganze Organisation 13 ist in dem Spiel fast nur Kanonenfutter. Die sehen alle cool aus, die machen alle stylische Sachen, aber da ist einfach wenig Substanz. Und wie schafft Nomura in Teil 2 Substanz? Mit Retcons und verworrenem Storyzeug. Damit fing es an, mit Teil 2. Ich meine jetzt ehrlich, die ganze Sache mit Xehanort und Ansem ist so unnötig. Teil 2 macht sich selbst unnötig kompliziert und alle weiteren Teile haben diese Tradition dann weitergeführt. Teil 1 war ziemlich straightforward und auch Chain of Memories war noch nicht so verwirrend. Diese Geheimniskrämerei und klar erkennbare verworfene Konzepte, wenn man mal genau hinsieht, das hat es erst mit Teil 2 gegeben.
Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, dann schaut doch mal mein Redcon-Video. Und das. Natürlich ist mir das Gameplay auch wichtig, aber was mir noch viel wichtiger ist, ist die Story und das Feeling von Kingdom Hearts. Das merkt man vielleicht auch daran, dass ich solche einfach erklärt Videos und sowas mache und halt genau versuche, diese Aspekte für euch aufzubereiten. Und für mich ist es halt genau das, wo Kingdom Hearts 2 sich einfach geschlagen geben muss. Und deswegen ist auf Platz 1 Kingdom Hearts 1. Der erste Teil leidet natürlich an Kinderkrankheiten. Die Gummischiff-Passagen sind nerviger Filler, die keiner braucht. Sora steuert sich allgemein langsamer und klobiger, als er sollte. Ich meine, wer um Gottes Willen springt so? Das Kampfsystem fühlt sich manchmal träge an, die Kamera zickt ab und zu ganz schön rum und meine Fresse, bis heute ist Atlantikas Steuerung nur ein Krampf. Aber wie absurd es auch klingen mag, genau das ist für mich irgendwo eine der Stärken von Teil 1. Kingdom Hearts 1 ist ein Action-RPG, aber irgendwo auch ein klein wenig ein Plattformer. Ich meine damit, schaut euch an, wie das Level-Design in Kingdom Hearts 1 noch war. Jeder Levelabschnitt fühlt sich so an, als wäre er von Hand modelliert worden. Fast schon wie ein Diorama. Du hast Ecken und Kanten und meistens keine linearen Wege, wo du einfach stumpf langlaufen kannst. Du musst die Level erstmal richtig erkunden, um dich zurechtzufinden. Du findest dann Orte, zu denen du erstmal hochkommen musst und musst dir teilweise überlegen, wie du an manche Sachen rankommst. Du hast Leitern, die Sora erklettern kann, Balkone, auf die er springen kann, kleine Sprungpassagen, wo du deine Sprünge richtig timen musst. Und immer wenn du so einen Ort erreichst, gibt es eine Belohnung. Du findest eigentlich immer eine Schatztruhe oder eine Triotech oder einen neuen Weg. Manchmal musst du auch deine Magie selbst nutzen, um dir neue Wege zu öffnen. Der Fakt, dass du dich so in den Welten von Kingdom Hearts 1 verlieren kannst und das auch zwangsläufig tust, wenn du alle Schatztruhen und so weiter finden willst, saugt dich mehr in die Welt hinein. Ich kenne jeden Winkel aus Kingdom Hearts 1 Welten auswendig. Genau deswegen. Trevor's Town ist meine Hood! Fight the power! Und während du durch diese Welten streifst, fallen dir vielleicht so viele kleine Details auf, die es später in der Form nie wieder gab. Allein in Trevor's hast du so viele kleine schöne Dinge. Du hast Referenzen auf weitere Disney-Filme. Da ist ein Wandbild von Susi und Strolch. Hier hast du einen Laden vom Mad Hatter aus Alice im Wunderland. Die Villa mit Kniff ist einfach völlig wack und ich habe keine Ahnung, was das soll, aber ich bin froh, dass sie da ist. Generell wurde auch in den Disney-Welten wirklich versucht, das Feeling und die Welt des Films einzufangen und dir dazu passend eine teils andere Erfahrung zu bieten. Du kannst in Tarzans Welt an Lianen schwingen und dich einfach im Wasserfall an den Wänden langdrücken. Atlantica macht dich einfach zu einem Meermann. Bei Peter Pan kannst du fliegen. Teil 2 hat das später auch noch, aber außer dem König der Löwen ändert sich für dich das Gameplay dazu in keiner Welt. Es wurde in Teil 1 einfach noch mehr versucht, dir wirkliche Abwechslung zu bieten und das immer mit Liebe zum Detail zu der entsprechenden Welt. Mal ein Beispiel, was man auf fast jede Welt in Kingdom Hearts 1 anwenden kann. In Agrabah besuchst du Aladdins Wohnung. Dieser kleine Abschnitt ist zum Beispiel nicht da, weil der einen spielerischen wichtigen Zweck erfüllt. Alles, was da passiert, hätte man auch in dem Spiel in einem anderen Bereich passieren lassen können. Dieser Raum ist einfach aus Liebe zum Detail da, weil die Leute wussten, dass dieser Ort für den Aladdin-Film ikonisch ist. Und genau deswegen ist der da drin. Viele bemängeln die Kamera in Teil 1 und deswegen ist die Kameraperspektive in Teil 2 auch von weiter oben angesetzt, um einen besseren Überblick zu bieten. Ich finde die Kamera in Teil 1 aber gerade gut, weil diese dir überhaupt erst ermöglicht, viele der kleinen Details besser wahrzunehmen. Vergleichen wir doch mal ein paar Level von Teil 1 mit Teil 2. In Teil 1 hast du wie gesagt Abschnitte, die so wirken, als wären sie Dioramen, die von Hand gebaut wurden. Und dann hast du in Teil 2 entweder Schläuche, die du abläufst, oder große leere Flächen. Allgemein sind die Orte in Teil 2 halt einfach viel größer und steriler. Klar, für das schnellere Kampfsystem ist das notwendig, aber ich möchte lieber diese Dioramen aus Teil 1 haben. Und auch das Kampfsystem ist stellenweise an dieses Plattforming geknüpft. In Teil 2 hast du meistens ein Quicktime-Event und dann kommt eine coole Cutscene und dann kannst du auf den Gegner draufhauen. Okay, in Teil 1 musst du aber, so wie du dich durch die Welten bewegst, auch in den Bosskämpfen bewegen. Such Deckung vor Jaffars Magie. Erklimme erst einmal den Rücken eines Gegners, um seinen Schwachpunkt erreichen zu können. Du kannst auf den Arm des Schattenborns springen, um seinen Kopf zu erreichen, um so extra viel Schaden zu machen. Daran merkt man die Designlinie, die sich durch das ganze Spiel zieht und ich fand das einfach mega damals.
Ich verstehe schon, dass manche das nervig finden, weil sie dann runterfallen und es nicht so klappt, wie sich das vorstellen und so, aber... Gitgat, ich sage nicht, dass Kingdom Hearts 1 wie Dark Souls ist. Nein, nein, ihr könnt euch den wütenden oder sarkastischen Kommentar, der gerade in eurem Hirn heranwächst, sparen. Das sind völlig unterschiedliche Spiele mit einem völlig unterschiedlichen Spielprinzip. Aber hier und da überschneidet sich das Feeling im Gameplay für mich eben doch. Stellt euch mal vor, wie lame es wäre, wenn From Software-Spiele euch in Bosskämpfen einfach Quicktime-Events an den Kopf werfen würden und der Gegner dann ein Drittel seiner Energie verliert. Natürlich könnt ihr mal Critical Hits landen, aber der Weg dahin ist ein ganz anderer. Ihr müsst den Gegner erstmal verstehen, selber darauf kommen und dann macht ihr nicht den Knopfdruck und der Shit geht auf dem Bildschirm ab. Nein, ihr manövriert euch awkward in die richtige Position und könnt dann vielleicht von oben den Critical Hit landen. Und zwar nur dann und auch nur da, weil ihr das Level selbst in den Kampf mit einbezogen habt. Das fühlt sich manchmal klobig an und das ist halt auch nicht so spektakulär, wie es sein könnte. Aber ich finde das einfach viel belohnender und stimmiger. Und genau diese Art von Gefühl habe ich, wenn ich an die Bosse von Kingdom Hearts 1 zurückdenke. Und das hat halt nur Teil 1 und danach leider kein anderer Teil mehr. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und wenn nicht, okay, dann flamet mich halt in den Kommentaren, weil ich Kingdom Hearts mit Dark Souls vergleiche. Der Fakt, dass die meisten Bosse in Kingdom Hearts 1 auch wirklich noch die Schurken aus den Disney-Filmen sind, bringt halt das absolute Disney-Flair. Natürlich habt ihr auch in späteren Teilen noch Bosskämpfe gegen die Schurken, aber das fühlt sich später einfach so losgelöst an. Kingdom Hearts 1 war noch ein echtes Crossover zwischen Disney und Final Fantasy. Ich meine, genau das war seine Mission. Man hat beide Welten genommen und beides miteinander vermischt, um etwas wirklich Eigenes zu schaffen. In Teil 1 treffen sich die Schurken noch und schmieden gemeinsam böse Pläne. Die Disney-Figuren aus den jeweiligen Disney-Welten agieren über ihre Welt hinaus mit den anderen. Captain Hook hat nur Riku an Bord dabei, weil es ein Befehl von Malefiz war. Der Plot der Disney-Welten wird nicht einfach genommen und Sora ist einfach nur ein lauter Zuschauer, der nebenbei dabei ist. Nein, Sora und Co. nehmen in Teil 1 auf den Plot noch mehr Einfluss. Der Plot ändert sich gegebenenfalls gerade, weil Sora dabei ist und nicht, weil man ihn für das Spiel einfach kürzt. Das ist nämlich ein Unterschied. Es ist schon irgendwie schwer, genau zu beschreiben, was ich meine, aber Kingdom Hearts 1 ist für mich einfach noch ein echtes Crossover, in dem bekannte Figuren in den Kontext einer neuen Welt gesetzt werden, weil es ja nun mal ein Crossover ist. Währenddessen ist Kingdom Hearts 2 nur ein Action-RPG mit dem Gimmick, dass da auch Disney-Figuren rumlaufen. Und das ist das, was sich nach Teil 1 halt durch die gesamte Reihe zieht und was ich halt auch wirklich richtig schade finde. Das wurde halt mit der Zeit immer schlimmer. In Teil 3 dürfen wir zum Beispiel gegen keinen einzigen großen Disney-Schurken mehr kämpfen, obwohl sie da sind. Die Titanen aus Herkules und Davy Jones sind die einzigen. Alle anderen Bosse sind herzlose oder unversierte oder Nebencharaktere oder halt Kingdom Hearts eigene Charaktere. In Kingdom Hearts 1 war das aber noch anders und das wertet das Spiel halt immens für mich auf. Und auch die Story ist für mich echt besonders, weil sie einfach zeitlos ist. Die Story von 1 ist noch deutlich simpler als alle anderen später. Sie ist im Prinzip ein klassischer Disney-Plot über die Macht der Freundschaft, aber mit den ernsten Einschlägen und Plot-Twists eines Final Fantasy. Sora ist ein normaler Junge, der nichts Besonderes ist. Er lernt auf seiner Reise dann über sich hinauszuwachsen und wird Träger des Schlüsselschwerts. Er trifft Riku wieder, muss aber feststellen, dass sein bester Freund nun sein Gegner wird. Das Ganze gipfelt darin, dass der Sack dir einfach dein Schlüsselschwert klaut. Ich war als Kind so geschockt, ich bin da überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Der hat mir einfach meine Waffe geklaut. Sora muss die Stärke aus seinem Inneren heraus finden und er hält deswegen das Schlüsselschwert zurück. Das ist echtes Character Development, Leute. Und später heißt es dann immer nur: My friends, they are my power. Nein, Sora, in Teil 1 haben dir deine Freunde zwar auch geholfen, aber die wirklich wichtigen Dinge hast du allein geschissen bekommen. Zum Beispiel sich selbst für seine Freunde zu opfern. Mein Kindergehirn war für den ganzen Shit einfach nicht ready. Gab es in Kingdom Hearts jemals einen stärkeren und eindrucksvolleren Charaktermoment von Sora? Ich glaube nicht. Alles in Kingdom Hearts Story am Ende fühlt sich einfach episch an. Kingdom Hearts 2 hingegen ist cool. Super cool. Klar hat Teil 2 auch epische Momente, aber nicht in der Art episch wie Teil 1. Ja, ich finde episch besser als cool.
Und meine Güte, ich hatte glaube ich nicht mal Haare am Sack, als ich den ersten Teil durchgespielt habe, aber verdammt nochmal hat mir das Ende in meine kleinen Eier getreten. Ich finde das Ende von Teil 1 einfach so traurig. Teil 2 war am Ende null traurig, es war halt ein Happy End. Okay, aber Happy Ends hinterlassen nie so einen starken Eindruck wie etwas Bittersüßes. Das Ende von Teil 3? Ja, das war einfach zu abrupt und abstrakt für mich, als dass ich da wirklich was gefühlt habe. Aber das Ende von Teil 1? Wenn Sora auf der Insel wegschwebt, weil er Riku noch retten muss und der Kairi verspricht, dass er zurückkommt? Obwohl es eigentlich hieß, dass das nicht möglich sein wird? Sora wird in Teil 1 gesagt, dass er nur zu den anderen Welten reisen kann, weil die Herzlosen die magischen Barrieren der Welten eingerissen haben. Nachdem der Kampf vorbei ist, wird er nicht mehr so in andere Welten reisen können. Leon und die anderen verabschieden sich deshalb ja auch von ihm. Der Junge lügt Kairi in dem Moment also an, weil er es nicht über sein Herz bringt, sich wirklich von ihr zu verabschieden in dem Moment. Und Kairi weiß das auch, aber beide wollen in dem Moment an diese bequeme Lüge glauben. In Teil 1 war der Scheiß noch endgültig. Deswegen sitzt Kairi da auch am Ende allein auf der Insel und weint. Wir wussten ja damals nicht, ob es jemals weitere Kingdom Hearts Teile geben wird. Es hätte genauso gut sein können, dass der Teaser am Ende nur ein Teaser bleibt und die Story damit zu Ende ist. Die Welten sind gerettet, aber zu welchem Preis? In dem Kontext von Teil 1 finde ich dieses Ende so viel trauriger und so viel schöner als alles, was irgendein Teil danach gemacht hat. Kingdom Hearts 1 ist für mich einfach wortwörtlich magisch und deswegen ist es auf meiner Tierliste auch auf Platz 1. Und weil ich Teil 1 so geil finde, starte ich bereits diesen Sonntag am 21.08.2022 eine neue Challenge auf Twitch. Ich werde zum ersten Mal versuchen, Kingdom Hearts 1 in der Final Mix Version auf Profi durchzuspielen, aber ohne ein einziges Level Up. Das gesamte Spiel auf Profi auf Level 1. Und weil gemeinsam leiden schöner ist als alleine, rufe ich meine eigene DLDU-Challenge ins Leben. Die Liga der Unerfahrenen! Ich habe mir ein Regelwerk überlegt, nachdem ich spielen werde. Für bestimmte Sachen im Spiel bekomme ich dann Punkte, aber für jeden Tod werden mir Punkte abgezogen. Und die gesamte Community ist herzlich eingeladen mitzumachen. Schaut einfach auf den Discord, da findet ihr alle Informationen und tretet in dieser Challenge gegen mich an! Und um es auch allen Leuten sehenswert zu machen, die bei der Challenge selber nicht mitmachen, werde ich die Final Mix Version so verändern, dass ich die Originalfarben der Herzlosen aus der PS2 Version habe und auch die deutsche Synchronisation von der PS2, die es ja in den HD Versionen nicht mehr gibt. Also das Original Kingdom Hearts 1 in schön, in deutschen Ton bei mir auf Twitch. Denn das habe ich nämlich eben nicht erwähnt, die Synchronisation von Kingdom Hearts 1 und 2 auf der PS2 war göttlich! Und genau deswegen bringe ich die in meinem Stream für euch zurück. Also die nächsten Wochen am besten immer live auf Twitch dabei sein, aber ich kann natürlich verstehen, wenn einige Leute einfach keine Zeit haben, wenn ich gerade online bin. Und auch das haben sich viele Leute immer wieder gewünscht und ja, okay, ich habe jetzt klein beigegeben. Es gibt jetzt noch einen weiteren Zweitkanal auf YouTube. Bacon Sucks Stream Uncut. Da kommen nach und nach meine alten Streams hoch, damit ihr sie auch anschauen könnt, wenn ihr nicht live dabei seid. Der neue Kanal hat noch viel zu wenig neue Abos und ich würde mich total freuen, wenn ihr auch da ein Abo dalasst. Mein Playthrough von 358 Over 2 Days und Recoded sind schon komplett hochgeladen und gehen die nächsten Monate nach und nach online. Genauso wie dann später halt meine DLDU Level 1 Kingdom Hearts 1 Challenge, die ich ab Sonntag starte. Dauert dann aber ein bisschen, bis sie wirklich online ist. So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was sagst du denn? Wie würde denn deine Kingdom Hearts Tierlist aussehen? Schreib's mir unten in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren. Wäre nett, wenn du dem Video ein Like gibst, wäre nett, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du mich nicht schon längst abonniert hast, die Glocke einschaltest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö, Haunse Baunse und may your heart be your guiding key. Und nicht vergessen, ich hasse Rhythm Games!